Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure! Mit mir, euer Goku Senpai, seit Ewigkeiten, seit anderthalb Monaten, um genau zu sein, nehme ich wieder auf und gehe wieder in die digitale Welt, um ein Abenteuer zu bestehen, was viel größer ist als alles andere, was man sich jemals im Leben vorstellen könnte. Und ich werde jetzt wieder die Parts so machen, dass ich am Anfang und am Ende meine normalen, üblichen Sätze bringe. Weil wegen ist so und so, ist ein bisschen professioneller und bla bla bla. Und so sehe ich dann wenigstens, wie viele Parts ich immer so vorher aufgenommen habe. Und nicht ein Stück, was ich dann immer so schneiden muss extra, sondern kann ich die Parts einzeln mal. Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, egal. Ja, wir machen die schmutzige Mundharmonika. Party, da möchte ich gerne Kabuterimon mitnehmen. Weil Kabuterimon geil ist. TK nehmen wir jetzt immer mit, glaube ich. Weil TK braucht unbedingt ein paar Level. Nein, ich hab's verkackt. Vigadium Leviosa. Los, schmutzige Mundharmonika. Und ich werde jedes Digimon mitnehmen. So, in diesem Part verliert nämlich der. Hey Matt! Lass los, Gabumon. Könntest du wieder mit deiner Mundharmonika spielen? Testosteron! Hat er gelesen. Testo 1, Testosteron! Ja. Was? Willst du wieder mit deiner Mundharmonika spielen? Wow, ich will auch mithören! Nicht alle auf einmal. Was ist los hier? Oh. Nein! What the fuck? Sie ist ins Wasser gefallen. Oh nein, du bist so dumm, Matt. Was soll denn das? Warte kurz hier, ich hole sie wieder raus. Los, Gomamon, du schaffst es. Verwandle dich in die Ikakumon und hol mit deinem Riesenhorn das Ding wieder raus. Dann kann ich nichts erkennen. Weil wegen, ich bin blind und so. Runde deine Brille. Ja, egal. Was machst du denn da, Sukamon? Sukamon! Ultra Digitation. Wisst ihr, dass Sukamon zu Ultramon wird? Haha. Oder? Irre ich mich? Nein, ist richtig. Hat der gerade. Was hat. Der hat diese Maschine da ins Wasser geschmissen. Habt ihr das gesehen? So ein Schmutzwink. Alter! Es hat alles ins Wasser geworfen. Er schmeißt einfach Müll ins Wasser. Wenn, dann werfe ich Müll in eine Mülltonne. Ja, genau. Los, hinterher. Schnapp ihn uns. Warum nehme ich Patamon mit? Weil, ja, ist das Spoiler? Ich weiß ja nicht, ob ihr die Serie kennt. Von daher kann ich ja einfach mal sagen, so. Es gibt einen Punkt, da spielt man nur noch mit den anderen, nicht mehr mit Patamon. Und da passiert es dann halt ganz. Ach, scheiße, da ist der jetzt erst dran. Mushroommon ist als erstes. What the fuck? Egal, kleines Feuer sollte ihn erledigen. Bam, Bitch! Das ist ja noch eins. Ich dachte, er wäre nur eins gewesen. Egal. Luftschuss! Ja, warum digitiere ich jetzt nicht? Ich meine, das sind Rookie-Digimon. Warum soll ich da digitieren? Kleiner Donnerschlag! Erledigen! Dass das jetzt nicht ausgereicht hat, ey, scheiße. Ja, aber Tentomon ist auch cool. Also, meistens steht man ja eher so auf die typischen Digimon. Zum Beispiel Gamon und Agumon sind ja OP in der Serie. Weil die auch das höchste Level erreichen, letztlich. Und die anderen ja nicht. Von daher ist man eher der Fan von denen. Ich finde Gabumon von den beiden natürlich auch cooler, weil Gabumon Style hat. Wow, schon wieder zwei Mushroommon. Geil. Das geht einfach aus dem Punkt. Und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Donnerschlag. Warum? Weil das alle trifft. Und wir kriegen ein. Kriegen wir Unterstützung? Nee, nicht mehr. Schade. Ich hab grad gehofft, wir kriegen Unterstützung. Oh, Betamon ist schockiert. 1000 Flügel! Los! Warte, warte, warte! Oh, Scheiße, hat nicht gereicht. Bei Betamon schon. Bei dir auch nicht. What the fuck? Oh, Giftstatus ist halt. Fuck. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, Lieblings-Digimon und so. Also ich stehe aber eher auf die kleineren Digimon so. Also auf, beispielsweise, ich mag Patamon und Angemon total gerne. Ich finde aber Gomamon vom Typ her einfach cool. Seine Art und Weise ist geil. Und vor allem, er wird zu einer Schildkröte, was ihn natürlich nochmal noch cooler macht für mich. So, ne? So als kleine Erklärung. Von daher stehe ich eher auf Tentomon, Gomamon und Patamon. Gift. Wir gehen mal weiter. Hey, noch eins. Ah ja, und ich werde alle Digimon zum Trainieren benutzen, denn ihr wisst ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt oder angesprochen auch schon. Meine Zeit ist super begrenzt in letzter Zeit. Und was machen wir hier am besten? Der ist am stärksten, ne? Ja.
Dadurch, dass meine häuslichen Verhältnisse sehr schwierig sind, bekommen wir unser Baby. Das wissen ja jetzt eigentlich alle, dass wir unser zweites Kind kriegen. Voll toll! Ich freue mich so drauf. Und meine Frau freut sich natürlich auch drauf. Aber wir haben Komplikationen in der Schwangerschaft gehabt. Und dementsprechend darf sie sich nicht wirklich bewegen. Sie darf nichts Schweres machen. Auch Haushalt und sowas darf sie nicht machen. Von daher muss ich alles übernehmen im Tagesablauf. Deswegen ist mein Tagesablauf auch so straight geplant, dass ich von 5 Uhr morgens bis abends dann wirklich nur am... Ach, was soll das denn? Am Tun und Machen bin. Um meine Frau zu entlasten. Und ja, um meinen Jungen auch ein bisschen zufriedenzustellen. Ach scheiße, ich hätte jetzt lieber eine andere Attacke machen sollen. Wären alle gleichzeitig da gewesen. Egal. Ja. Und deswegen habe ich keine Zeit, so offline oder offscreen zu trainieren. Was sehr kacke ist eigentlich. Bei, ey, Tentomon hat schon Level 11 erreicht. Geil. Party. Auswechseln. Ich finde Togemon aber auch so geil, ne? Ohne Scheiß. Togemon ist so cool. So, was für Parts werde ich hier, die Parts jetzt, oh, zur Map will ich nicht. Ja, was für Parts werde ich das blicken? Wir machen auf jeden Fall mindestens 15 Minuten. Das ist ja logisch. Und dann. Na, Gabumon wird hier jetzt schön leveln in dem Level, leveln im Level. Oh. Ach, what the fuck, was soll das denn jetzt hier? Da. Achtung, 13 Millionen, bla 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 bla. Das interessiert doch keine Sau. Nee, giftiger Efeu muss ich jetzt nicht für das Vieh benutzen. Aber ein Luftschuss. Komm mal drauf. Luftschuss. Weg. Ja. Tja, und so geht mein Tag immer vorbei. Ah ja, Patz. Wie lang? What the fuck? Level 11. Krass. Das geht ja echt fix hier. So viel zum Thema. Man muss dringend offscreen trainieren. Ich muss jetzt offscreen trainieren. Ich meine, ich habe jetzt schon ein super Level. Oh, what the heck. Kleines Feuer. Ah, ich hab den Falschen angegriffen. Shit, ich hätte lieber den anderen nehmen müssen, weil der als nächstes dran gewesen wäre. Pflanzenschock. Nochmal. Geil, das zieht sogar mehrfach ab. Das wusste ich gar nicht. Aber kostet auch 10 AP. AP? Heißt das AP? Ich weiß es auch gar nicht. Ja, Patamon tut sich gerade ein bisschen schwer mit dem Level ab. Noch eins, yay! Nehmen alles mit, was wir kriegen können. Ich mach das nicht so wie... Ach Gott. Ein kleines. Dann können wir einfach mit allen normal angreifen, dass wir das hier aufbauen. Ja, natürlich, guck dir das an, ja. OP! Bam, weg. Ta-t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 a. Das sind kaum Erfahrungspunkte. Das ist nicht mal der Rede wert, würde ich sagen. Ja, Tai muss man eigentlich gar nicht mit ins Team nehmen, weil der hat so viel extra, was der kriegt oder machen darf. Wir bekommen. Ah ja, Option 2 muss ich hier wählen. Ich werde alles tun, um es wieder zu bekommen. Toll, ich will dann auch mithören, wenn du spielst. Nun ja, kein Problem. Wie süß, er ist voll schüchtern. Gerade er. Oh, was zum Heilen. Sehr gut. Haben ja nur... Ach, scheiße. Bin ich vorhin ja vollkommen den falschen Weg gelaufen. Scheiße. Egal. Sowas muss auch mal passieren. Maschumon, komm her. Ich will kuscheln. Komm her. Ich will mit dir spielen. Spiel mit mir. Spiel mit mir zärtlich. Bitte. Du hast auch nur Attacken, die eintreffen, ne? Zieht ein Digimon-HP ab. Zieht ein Gegner-HP ab. What the fuck? Mach mal das auf den da. Mal gucken, wie viel das macht. Bats! Ach, das sind sogar Mehrfachtreffer. Du kannst 1000 Flügel machen, da ist das Vieh auch erledigt. Bam! Jo, sauberer Schaden. Ach, scheiße, ich hätte Betamon machen müssen! Slutscher, okay. Was war es wohl noch? Der hier, ne? Zieht ein Gegner HP ab, ich kann nur einen auswählen. Das ist natürlich klar, dass wir Dings ja ein giftiger Efeu auf den. So, bam. Bam, Bitch! Weg! So, und du? Brauche ich da jetzt noch einen normalen Angriff? Komm hier. Nagel abstutzen! Bam! Angriff ist die beste Verteidigung, Leute. Warum nur defensiv?
Ich werde auch ein bisschen defensiver spielen, wenn ich mehr Fähigkeiten und so habe. Level up, Level 12 für Gabumon. Yay. Aber ansonsten ist mir sonst zu lame. Ich brauche Action. Ich frage mich nur gerade, wo dieses blöde Sukamon hin ist. Hornattacke. Los! Nidoran, setz Hornattacke ein! Yay! Und das hat auch schon fast geil. Das ist so krass. Ihr seid geil! Techniken! Machen wir 1000 Flügel. Los, Katamon! Ja. Und so spielen wir uns langsam aber sicher ans Ziel. Wurzelbrecher. Reicht das? Versuch mal. Oh, locker. Man unterschätzt das immer gerne. Das sollte man aber nicht tun. Nein. Es wird ein Moment kommen, wo ich mit Patamon alleine bin. Es wird so scheiße. Ich dachte, dann muss man versuchen, den Digimon aus dem Weg zu gehen. Numemon! Oh, das ist Monochomon. Das will ich haben. Dann können wir mal wieder Digitations-Action machen. Haben wir diesen Ach, come on, wir sind... alle drei hintereinander dran. Gegen einen Umemon. Da brauchen wir keine Special Attack benutzen oder SP zu verballern. Das können wir so draufhauen. Und ohne zu leveln komme ich so gut voran, Leute. Also hier so zumindest zurecht, meine ich. So, Monochomon, komm mal her. Ich möchte gerne mit dir spielen. Yay. Ah, das sind drei Digimon. Digimon. Ja, ist ja gut. So, digitiere zu Garurumon! Garurumon! Und dann machen wir hier... gewaltiges Feuer! In dein Gesicht! Ist sogar schockiert. Es ist schockiert. Wie süß! Mal 1000 Flügel wollen wir alle angreifen. Bam. Yay! Voll der Crit! Na, jetzt kommt einer meiner Lieblinge! Togemon! Ich mag sie alle eigentlich. So, Nadelfeuer, das gefürchtete Nadelfeuer. Bam. Alter. Boah, schöner Damage. Mit Monochomon tun wir uns ein bisschen schwer gerade. Boah, es ist schockiert. Was willst du denn? Garuru-Schub. Versuch mal einfrieren. Ah, okay, das zieht zu wenig ab. Luftschuss! Ach, Patamon, du bist so süß. Du machst mal hier den... Puh, was machst du denn? Kokosnuss-Punch? Ja, mach mal den da. Kokosnuss-Punch! Bam, bam, bam! Alter! Voll ins Gesicht! Du machst nochmal einfrieren, dann war's das. Bam! Weg! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Voll gut! Wir sind voll die Pros, ey. Wir sind echt für Patamon. Patamon, Dings lassen wir nochmal drin. Togemon. Möchte ich jetzt gerade mal. Noch Monochomon. Ach, wie süß. Immer diese kleinen süßen Gegner. Das ist so niedlich. Ach ja, kleines Feuer erledige jetzt mal eben. Bam. Wow, das hat nicht gereicht. Dein Ernst? Giftiger Efeu. Ja, das hätte auch ruhig nicht reichen können. Sag mal, normalen Angriff, das müsste reichen. Boah, das war aber knapp. Scheiße! Patamon, was tust du? So, ich will mal gucken. Gucken? Ja, wir lassen das Team mal eben so. Oh, hier sind Steine im Weg. Mein Kopf kratzt im Kopf. Eben einen Schluck trinken. So, hier müssen wir eben kurz hier auf dem Handy das Ding anmachen. Episode. Das war mit Mimi. Okay. Gut. Ich muss ja mal gucken, wie das mit den, Dings ist hier und so. Also mit den, um den Rang zwischen den Leuten zu steigern. Denn nur wenn der Rang hoch ist, kriegt man was ganz Spezielles nachher. Worauf ich schon tierisch gespannt bin. Wann das sein wird. Und was es sein wird vor allem. Piu, Bitch. So, next level. Oh mein Gott, es ist ein Kuwagamon. Ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt digitieren. Mach mal bitte das kleine Feuer gegen das Vieh.
Hä, da müssen wir nicht digitieren. Cool, das ist Anja. Giftiger Efeu! Jawoll! Danke! Alter! Komm, haut's um. Das war's mit Kuwagamon. Keine Chance gegen uns. Und da bleibt nur das kleine Numemon übrig mit Fäkalien. Yay! So, komm, haut's um. Weg! Sollte eigentlich gute Erfahrungspunkte geben, oder? Ja, warum immer digitieren, Leute? Klar, würde... Kostet aber nur unnötige SP. Ganz ehrlich, warum? Warum? Links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen nach rechts. Monochomon, komm her zu mir! Oha. Okay, da werden wir wieder digitieren. Gurudurun! Kümmern wir uns lieber erstmal um die Kleinen? Ne, brauche ich gar nicht, weil Togemon dann auch gleich dran ist. Kriegen wir jetzt hier Unterstützung, weil wir sind ja Brüder. Okay, doch nicht. Mal 1000 Flügel. 1000 Flügel! Yay! Okay. Also, da müssen wir noch dran arbeiten. Patamon, warum nehmen wir was für Angriff? Ich muss gleich mal gucken, ob ich da irgendwas habe. So, dann nehmen wir Togemon. Hi, Mann, digitiert zu Togemon. Der Riesenkaktus mit den fetten Stacheln. Das Nadelfeuer! Ich gehe da voll drauf ab, denn dieses Spiel ist so cool. Alter! Das war wenig Schaden. Alter, warum schockierst du immer mein Di... Oha, ich bin in einer Not. SP-Not. Alter, ich habe nur ein SP. What the fuck? Wie konnte das denn jetzt passieren? Nadelfeuer! Alter. Na, ich glaube, der Boxhandschuh wäre vielleicht besser gewesen. Ist schockiert. Ja, da können wir nichts mehr machen. Können wir nur nochmal angreifen. Yay! Wow! Der Wolf muss zuschlagen. So, mit Luftschuss können wir auch schon raushauen. Yay, das hat sogar hier ein Dings gegeben. Kokosnuss Punch, los, haut drauf. Toll. Ah nein, Kokosnuss Punch ist ja die Attacke, die immer daneben geht. Fuck. Total vergessen. Die ist zwar super stark, aber geht oft daneben. That's the problem. Oh, kriegen wir jetzt hier einen Freundschaftsboost? Ja, kriegen wir. Toll. Patamon muss einen Champion erledigen. Patamon ist OP. Oh yeah. Heilung S. So, wir gucken mal eben. War das... Und da. Rüsten. Patamon. SP-Boost. Oh. Schreien. Erhöht ATK und Defense um ein Level. Erhöht Defense. Heilung. Wobei... Nee, das kann er nicht benutzen. Da ist kein Platz mehr für da. Schockattacke. Alter, wie der Sound gerade durchdreht, wenn er mit niedriges mit weniger HP abgezogen. Ist es möglich, sich zu wehren. Okay. Das heißt, man schlägt zurück. Wenn man gestorben ist, wird man einmal wiedergeboren. Wiederbelebt. Okay, dann kriegt er von mir jetzt kein... Das geht auch nicht. Wie doof, ich hätte ihm gern das gegeben. Verdammt. Ja, dann kriegt er halt hier Defense erhöhen. Wenn es dir gern das geht. Du hast Zorn. Das passiert automatisch. Du kannst noch was kriegen. Schreien. Ja, das passt alles gar nicht. Das ist voll kacke. Ach ja, muss ich auf Level-Ups warten, damit das funktioniert. Aber heilen könntest du kriegen. Bringt dir das was? Nö, ich glaube nicht. Du hast gar keine extra Skill. What the fuck? Was soll das denn? Hier kriegt Kabuterimon von mir hier schreien. Aber wie baue ich das am besten hin? So, ne? Oh Mann, ey. Ja, machen wir erstmal so. Schreien erhöht der Angriff und Defense. Obwohl Schreien ist bei ihm gar nicht so angebracht. Hier, machen wir wieder weg. Aber wie machen wir das weg? So, das ist weg. Ja, ist gut. Ah, ne, so geht er. Ah!
So, du kannst auch mehrfach Leute angreifen, deswegen kriegst du hier Schreien von mir. Ich glaube, das ist angepackt. Oh, das können wir sogar da hinlegen. Perfekt! Gabumon und du haben auch noch nichts. Du hast SP 86. Ja, du brauchst auf jeden Fall SP. Okay. Dann müssen wir eben kurz da was umbauen. Was ist das? Ist auch schon SP, ne? So. Das passt da 106, 146. Nein. So ein bisschen SP kann ja nicht schaden. Weil du bist jetzt bei 106 und du bist bei 94, dann kriegst du noch ein bisschen was mit SP hier. Ah! Gebet. Achso. Du kannst ja auch gut SP gebrauchen, mein Großer. Die anderen haben ja auch alle gut. Ja, hier, Gummermann 115, voll gut. Aber Leute, wisst ihr was? Beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, hier in der, hier Metz Mundharmonika wieder zu finden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaut wieder, wenn es heißt Let's Play Digimon Adventure. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.